Ja, jetzt sind wir hier am Schlagzeug. Das war der perfekte Beat. Du kannst deine Augen schließen, wenn du etwas nicht sehen willst. Aber du kannst nicht dein Herz verschließen, wenn du etwas nicht fühlen willst. Herzrhythmus ist jetzt erstmal der Takt, den das Herz sich selber macht. Und Rhythmusstörung wäre halt ein aus dem Takt geratenes Herz, was dann unregelmäßig und teilweise auch schnell schlägt. Während meiner Facharztausbildung gab es diese Subspezialisierung in der Kardiologie noch nicht, sodass das quasi entstanden ist, zeitgleich mit meiner Ausbildung zum Kardiologen. Und dann war die Möglichkeit, halt kurativ tätig zu werden, quasi zu operieren, ohne den Brustkorb zu öffnen, war spektakulär. Und es ist in Farbe. Das ist halt auch ästhetisch. Also diese 3D-Bildintegration ist spannend und hat dieses Feld halt komplett aufgerollt und macht Dinge möglich, die vor 10, 15 Jahren noch nicht möglich waren. In der inneren Medizin gibt es häufig nur sehr akkurate Diagnostik und dann aber nur medikamentöse Therapie. Und eine nicht-medikamentöse Therapie wie das, was wir hier jetzt machen, das hat dann insbesondere für jüngere Patienten, die zum Beispiel unter angeborenen Herzrhythmusstörungen leiden, natürlich einen großen Vorteil, dass dann eben eine dauerhafte, häufig lebenslange medikamentöse Therapie nicht erforderlich ist. Und die Amerikaner würden sagen, man spielt mit dem Drachen, bevor man ihn erschlägt. Das ist letztlich das, was wir tun und was die Kombination oder die Faszination dieser Therapie ist, genau das.